ölverschmierten Flossen in der Werkstatt stehen. Willst du ran an die Trophäen, dann musst du immer richtig alle Schrauben drehen. So, moin Leute, heute mal was anderes. Ich weiß nicht, ob ihr diese Dinger kennt. Sind einmal solche Schalter für den Unterputzeinsatz unter dem Lichtschalter. Für Alexa geeignet, kann es auch mit dem Handy steuern. Ich packe das ganze Ding mal aus. Hier oben hat man noch so einen QR-Code. Dem Ding nennt sich Wi-Fi DIY Smart Switch. Gibt es auch von der Marke Gria. Hier geht es schon auseinander. So sehen die ganzen Dinge aus. Hier ist so ein Schalter, so ein Taster verbaut. Hier hat man die Anschlüsse. Hier auch nochmal beschrieben. Also ist auf jeden Fall mit WLAN möglich, aber allerdings nur 2,4 GHz. Geht von 100 bis 240 Volt. Und 16 Ampere maximal. Es gibt da auch noch welche, die mit 10 Ampere sind. Soweit ich das verstanden habe. Dann haben wir einmal. So, mir nochmal kurz einen Schraubenzieher geholt, um euch das zu zeigen. Also wir gehen hier mit der Phase rein. Das heißt die Phase, wo immer Strom drauf ist. Hier müssen wir uns einen N, also einen Neutralleiter, holen. Den holen wir uns meistens von der Steckdose da drunter. Den brauchen wir nicht. Der geht dann zur Lampe direkt hin und hier packen wir unseren Lichtschalter. Das heißt quasi, dass wir mit diesem Ding können wir entweder mit Alexa schalten oder mit dem Handy oder mit dem Lichtschalter selber. Vorteil ist, man hat halt den ganz normalen Lichtschalter und braucht nicht irgendeinen anderen Lichtschalter dran montieren. Was dann sowieso nicht funktioniert. Könnt ihr ja nochmal in dem anderen Video von mir sehen, wie es geknallt hat. Ja, wie gesagt, ich baue das Ding jetzt ein, nehme euch da mit und hoffe, dass es nicht wieder knallt. So, dann einmal, was wir brauchen. Phasenprüfer. Zange. Abisolierzange. Seitenschneider. Spitzzange, ne? Den Schalter. Dann haben wir hier einmal. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie lang, deswegen habe ich mir zwei davon gemacht, von dem N und einmal eine extra Phase. So, jetzt gehen wir auch mal zum Objekt der Begierde, dem Schalter, das ist jetzt mein Wohnzimmer. Hier habe ich jetzt noch, ich habe das schon in ein paar Räumen, habe ich schon gemacht. Ich baue das jetzt einmal ab noch unter Strom, weil ich einmal testen will, was hier genau die Phase ist. Na gut, Licht ausgemacht, gut. Gleich nochmal. Ich hole mir nochmal extra Licht. So, ein bisschen, ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Vielleicht mache ich es nochmal von hinter der Kamera hier. Nee, ich glaube, so ist es besser. Genau, so haben wir Licht. Dann machen wir einmal hier den Kollegen Schuh ab. Und einmal komplett hinter den Schalter. Ich hoffe, es wird aber sehr, sehr, sehr knapp hier mit dem. Ja, okay. Gucken wir mal hier. Phase wird wahrscheinlich hier unten sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Na. Nicht, dann hier oben. Nee. Vielleicht doch hier unten, ne? Ich komme da nicht richtig ran. So. Ja, genau. Hier haben wir den Dauerstrom, wie man das hier drauf sehen kann. Dann müssen wir hier unten auch abschrauben, weil von da holen wir uns den N.
machen wir nämlich auch als erstes. Noch reicht's nicht. Farbe hier immer noch dran. Oh, komm raus. Hier. Okay. So, jetzt schalte ich mal die Sicherung aus, um zu gucken. Ob wir jetzt noch Saft drauf haben. Hier war ja jetzt gerade Strom drauf. Weiß, mit so einem Ding prüft man das nicht. Die Steckdose hier mache ich sowieso ab. Sind mir alle zu alt. Ich habe noch andere sowieso gekauft. Na, von daher kommt das gleich weg hier. Na komm. So. Die neue Steckdose hole ich auch mal gerade. Was haben wir? Dann nehmen wir einmal unseren vorbereiteten N, stecken den hier rein, den müssen wir dann jetzt nach oben geben. Nehmen wir hier, ja, mach das mal ein bisschen gerade hier. Der N kommt hier rein. So, dann kommt der Schutzleiter hier in die Mitte, da wo er vorher auch war. Oh, die Kabel, die sind alle. Boah, dass da so schnell mal reingeht. Na, was sitzt? Kommt auf die rechte Seite, sitzt auch. Jetzt gehen wir mit dem blauen hier oben durch die Durchführung. Schlauer wäre es wahrscheinlich gewesen, den von oben nach unten zu führen. Aber geht auch so. Zack. Kann man den auch schon wieder hier reinsetzen. Na, da sollst du nicht durch. So. Wieder mal rein, den Kollegen Schnürschuh. Zack. Ausrichten hier. Soweit. Das richtige Ausrichten kommt dann ja sowieso gleich noch mit dem Lichtschalter. Den habe ich natürlich nicht neu. Aber schadet auch nicht. Das ist auch ein bisschen doof mit dem Licht hier. Gut, aber anderes Licht habe ich nun mal nicht. Vielleicht, naja, besser auch nicht, aber naja. So, jetzt hier mal nochmal festschrauben. Blauen. Jetzt machen wir erstmal die Kollegen ab hier. So, der eine, der kommt natürlich von oben nach unten. Den müssen wir, siehst du, ich habe noch was vergessen, was wir brauchen.
brauche nämlich noch eine Vago-Klemme. So. So sehen die Dinger aus. Ich habe jetzt hier so einen Vierfachen genommen. Kann man das Kabel nämlich einfach reinstecken. Kollegen. Dann machen wir hier einfach eine Vago-Klemme rein. Dann haben wir nämlich in den, könnten es jetzt auch noch in den Licht, nee, in den Lichtschalter geht es nämlich nicht, weil der wird ja geschaltet über den 9. Das heißt hier ein Kollegen. Den daneben. Und jetzt brauchen wir ja noch einen für unseren smarten Schalter. Den machen wir hier mit rein. So, dann haben wir nämlich den müssen wir gleich noch ein bisschen kürzer machen, weil das ist mir ein bisschen sehr lang. Das heißt, ich habe da oben zwei schwarze oben ankommt. Wahrscheinlich kann man den noch als Doppelschalter benutzen. So, jetzt klemmen wir aber mal unser Smart, ja, Mini Smart Switch nennt der sich jetzt hier, aber die haben immer unterschiedliche Namen. So, ich drehe jetzt hier nochmal die Schrauben auf, die wir brauchen. Wir brauchen L-Out, wir brauchen L-In, wir brauchen N-In. Switch 1, also S1 und S2 für den Schalter. So, wir gehen ein L in braun. Das ist die Phase. Schön festwummern. So, dann haben wir N in, das ist der blaue. Ich versuche das hier schon mal ein bisschen. Bisschen nach hinten zu verlegen, dass ich ein bisschen Platz kriege. Es wird sehr eng. Sehr, sehr eng. Mal gucken, wie ich das hier realisiert kriege. Das ist aber, Mama mia, ist das eng. So, dann N in den blauen. Das ist ja der, den wir von unten genommen haben. So, und jetzt müssen wir ein bisschen die beiden hier ein bisschen kürzen. Ich weiß jetzt nicht, welcher genau rankommt. Rufen wir aber gleich, indem wir den hier einfach mal Druppel setzen und dann machen wir mal Strom an. Dann müssten wir schon sehen können, ob das Licht geht oder nicht. Über den Schalter, den brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt, aber das zeige ich euch gleich. So, ich mache jetzt mal die Sicherung an. Hoffen wir mal, dass es nicht knallt. Aber bin ja geübt darin, wa? So, geknallt hat es schon mal nicht. Mal gucken, ob wir jetzt die richtige Lampe haben. Den richtigen Lampendraht. Ne, den haben wir nicht. Das ist also der andere. Ich mache nochmal kurz die Sicherung raus. Den hier brauchen wir dann nicht mehr. Vielleicht mache ich es auch mit einer Vago-Klemme zusammen. Ich weiß es noch nicht, muss ich gleich mal gucken, weil ich will hier eine ziemlich lange Lampe haben, aber eigentlich brauche ich dafür nur einen. So, jetzt habe ich den wieder dran, mache ich jetzt nochmal die Sicherung. Aber jetzt wird es gehen.
Ding klemmt manchmal. Habe ich das Gefühl. So. Aha, Licht ist auch schon mit angegangen. Das heißt, er ist auf jeden Fall der richtige. Hier kann man jetzt nämlich drücken und testen. Das heißt, der hier ist einfach nur ein Doppelter. Mach ich jetzt mal schön, Lehm am Limit hier. Den knipse ich mal ab und tschüss. So, jetzt kommt der Schalter. Hier machen wir uns nochmal. Ich habe jetzt einfach nur blau und braun. Wo haben wir denn braun? Bereite ich mir nochmal kurz vor. Wo haben wir da? Wo hatten wir den denn? Ach, braun. Hier haben wir noch braun. Wunderbärchen. Müssen wir jetzt ein bisschen 11 mm abisolieren. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite nicht so lang. So. Jetzt machen wir nochmal die Sicherung raus. Dann zeige ich euch das jetzt nochmal mit dem Schalter. Gehe ich hier nochmal ganz normal, L in, blau, L out. Eigentlich kann ich auch zwei braune nehmen, ist egal, ich nehme jetzt den blauen, ist mir Wumpe. So, jetzt gehen wir einfach, ein bisschen lang. Machen wir ein bisschen kürzen, ich habe ja sowieso schon keinen Platz dahinter. Deswegen lieber ein bisschen kürzer. So, einfach auf S1. Schalter 1. Schalter. Man kann das Ding auch als Wechselschalter anschließen. Wie das Ding funktioniert, das muss ich mir noch genau angucken, weil das muss ich auch machen hier bei mir im Flur. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit mit dem Platz. Jetzt geht's los. So geht es, glaube ich. Mal den anderen Schalter dann noch ein bisschen hoch. Ein bisschen dann noch justieren. Den unteren aber. Meistens immer kritisch, dass der sich noch. Boah, okay. So,
Schauen wir nochmal Probe auf Exempel. Sollte der Schalter funktionieren? Wunderbar. Gut, so. Jetzt geht es weiter. So, jetzt sind wir mit der manuellen Installation fertig. Jetzt starten wir die In-App-Konfiguration. So, wir starten die Smart Life App. Ich habe hier jetzt schon ein paar Sachen drin. Jetzt gehen wir oben auf das rechts auf das Plus. Dann wählen wir unter elektrische Anlagen hier oben, wählen wir Dimmschalter. Das ist einfach ein ganz normaler An- und Ausschalter. Ich weiß nicht, warum da Dimmschalter steht, aber die Chinesen lassen sich ja immer was einfallen. So, gehen da drauf. Wichtig ist, ihr wählt ein 2,4 Gigahertz Netz müsst ihr haben. Der Router, die neuen Router senden alle schon in 5 Gigahertz. Ihr müsst in euren Router gehen, bei der Fritzbox müsst ihr die erweiterte oder die Expertenansicht wählen und dann könnt ihr unter, ich glaube, Heimnetz oder WLAN und Sicherheit könnt ihr da einstellen, dass er diese zwei Leitungen splitten soll. Und dann gebt ihr einfach dem 2,4 Gigahertz Router, also was ihr dann gesplittet habt, einen anderen Namen. Ich habe jetzt bei mir Fritzbox bla 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 2,4 Gigahertz, habe aber auch noch die 5 Gigahertz Variante. Das heißt, meines Wissens nach ist die 2,4 Gigahertz oder Frequenz nicht so schnell wie die 5 Gigahertz, hat aber eine weitere Reichweite. Deswegen 2,4 Gigahertz gehen nur diese Geräte. Dann wählt ihr das aus, auf Weiter, gebt euer Passwort ein. So, jetzt fragt ihr euch, ihr sollt das Gerät in diesen Verbindungsmodus setzen. Dafür drückt ihr 5 Sekunden an dieser Taste, die auf dem Schalter ist. Ich kann sie jetzt nicht mehr sehen, aber die sind normalerweise, diese Schalter, direkt in den Verbindungsmodus. Das heißt, es blinkt schnell, ja, weiter. So, jetzt sucht er das Gerät. Es steht, kann bis zu 2 Minuten dauern. Normalerweise geht es schnell. Aha, jetzt hat er es gefunden. Jetzt geben wir hier noch einen Namen ein. Bei mir ist es jetzt Wohnzimmerlampe. Wohnzimmerlampe. Speichern. Fertigstellung oben rechts. So, jetzt könnt ihr hier, zack, hört ihr wahrscheinlich, ich habe jetzt kein Bild natürlich. Der Schalter schaltet auf jeden Fall. So, jetzt können wir hier schon wieder raus. Hier könnt ihr noch Timer-Einstellungen machen, Countdown, wann soll das Ding ausgehen, bla bla, nach Einschaltung. Brauche ich jetzt persönlich nicht. So, geht ihr zurück. Ich habe dann noch bei mir das in der Alexa-App. So, wir sehen uns auf dem anderen Bildschirm wieder. So, ich habe jetzt hier, bin ich am Lichtschalter und sage, Alexa, Wohnzimmerlampe aus. So, funktioniert hier jetzt noch diese andere Lampe an. Also, wie ihr sehen könnt, Alexa, Wohnzimmerlampe an. Vorführeffekt, nee, dauert ein bisschen. Manchmal haben die so ein bisschen Relay drin. Also, wie gesagt, damit sollte das erstmal das fürs Video gewesen sein. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare unter dem Video. Und ich werde das jetzt hier nochmal mit ein paar
paar Sachen machen. In der Küche habe ich, da habe ich aber, in der Küche habe ich allerdings die Shellys genommen, weil ich die noch vorher hatte. Die Dinger sind jetzt gerade. Ich habe die aus China bestellt. Kann euch ja mal einen Link unten in die Videobeschreibung setzen. Und ja, lasst einen Daumen da und danke fürs Zugucken. Schrauben drehen oder drehen, mit ölverschmierten Flossen in der Werkstatt stehen. Willst du ran an die Trophäen, dann musst du immer richtig anfangen.